drinnen. So, sind wir schon beim Ausstieg von der Ferrata Bambini. So, das ist jetzt der ungesicherte Einstieg, genau, des richtigen hohen Glückssteig. Wie ist das? 5 Meter locker, ne? Alles, ja, ein bisschen glitschig. Hat zwar ein paar Trittstifte drin und ein paar, vor allem Stifte für die Hände zum Festhalten. Ja. Also man hat in der Regel schon immer vor allem für die Hände was Gutes zum Greifen, aber ja, klar, wenn es jetzt so ein bisschen glitschig ist, sollte man natürlich schon äußerst vorsichtig hochgehen. Ja, aber du kennst ja wahrscheinlich jeden Tritt und Griff. Ja, aber da muss man jetzt schon. Mach dir mal ein bisschen nach jetzt. Nass ist mir wieder schon ein bisschen. Es lohnt sich mal, lange Arme zu haben. Ja, wirklich. Da genau noch ein bisschen höher. Da bist du drin in dem Henkel. Da, ja, ein Stück, ja, Stück genau, noch. Ja, ja, genau. Da bin ich auch nicht ganz so angekommen. Ja, genau, das war's. Jetzt hat das den Henkel, genau. Ja, super. Das ist perfekt. Mit schönen Blick in Quant, schön auf die Wälder der Hersburger Schweiz. Da unten irgendwo steht das Auto, das ist der Einstieg oder der Zustiegsweg. Ja. So sieht's hier aus. Sonne zeigt sich leider noch nicht. Ja, und jetzt geht es hier sehr ausgesetzt, ich bin nicht in den Rum. Stark. Ja. Für Kleinwüchsige ein bisschen schwieriger, muss ein bisschen noch groß rübersteigen. Hier sind schon echt glatte Wände mit einem Stift, hier auf einem stehe ich, da ist auch noch mal einer. Sehr anstrengende Passage, wo man sich ganz schön nach hinten lehnen muss. Du siehst ja schon, dass es da sehr griff- und vor allem trittarm ist. Ach du Scheiße. Heute noch zusätzlich erschwerend nass. Ja. Leicht bauchig. Ach du Scheiße. Und, ja, da kann man schon schön runterrutschen. Ja, sehe ich schon. Gerade da das Stück da. Schön mit Speed durchgehen. Also. Kommt mir schon mal entgegen gerade. Ja. Oh je. Einzige Wasserschlacht hier. Da sind noch ein paar kleine Tritte. Und jetzt gleich gibt es einfach mal gar keine. Obwohl von der Kraft her ging es diesmal eigentlich. Bin ich auch schon schlechter durchgekommen. So, weiter geht's. Das ist die Passage, die ist auch nicht so ohne, ja, weil da die Stifte zum Teil ziemlich nah ans Drahtseil von der Höhe angepasst wurden, ja, dass du dann mit deinem Überkörper fast über den Drahtseil vom Schwerpunkt bist. Und hier ist einmal ein Stift ausgelassen worden, wahrscheinlich bewusst, damit man halt etwas größeren Tritt machen, ne? Genau, und jetzt machst du dann den Spreizschritt mit dem, genau. Im linken vor oder im rechten? Mit dem linken vor. Rechten stellst du ab. Jawohl. Genau. Und jetzt hat. Ach, erstmal umhängen. Richtig. Ja. Gar nicht schlecht. Jawohl, Timo, super. Ja, klasse. Super, genau. Jetzt noch bis zu den Dingen, richtig. Den. Genau. Ja, das war meine schwierigste Stelle. Ach, das ist die Stelle, wo du vorhin gemeint hast, Timo? Ja. Und das ist jetzt Abschnitt erster Teil hier. Immer noch, ja. Da kommt auch noch hier Abschnitt erster Teil und danach ist dann der erste Teil zu Ende. Ja, und die anderen sind hier noch mal ähnlich umfangreich, oder? Ja, der zweite ist viel kürzer, der zweite ist auch etwas einfacher. Ja. Und der dritte Teil ist dann noch mal heftiger. Okay.
Schöne fotogene Passage hier, Wandquerung. Diesmal nicht ganz so schwer. Schwerpunkt wirklich mal über den Füßen, nicht dahinter. Schöner vorgelagerter Fels. Ob ich den Petrus rüberkomme. Und, kamst du dran? Ja, nicht ganz. Nicht ganz. Fehlt ein halber Meter leider. Der Petrus. Auch ein beliebter Kletterfelsen, oder? Ja, hat, das sieht ihr hier auf die Route. Ja. Weiß leider nicht, was für eine Schwierigkeit, aber so. Hat, oben hat man schön großen, dicken Sicherungshaken. Ja. Hier braucht man wieder ein bisschen Armkraft. An dieser Stelle. Die Felsen sind ein bisschen nass, aber Schritte sind noch ganz gut. So, das ist jetzt die Mausefalle. Steigen wir da irgendwie ins Loch runter. Sind da denn ein paar gescheite Tritte und so? Ja, das. Eine Klammer ist da. Ein bisschen mehr nach links rüber mit dem. Rechts? Ja. Ja. Bisschen nach links. Kleines Stück links. Jawohl, da ist es. Jetzt musst du mit dem Fuß, mit dem linken Fuß danach gehen, wenn du ein bisschen einen Griff hast. Wo ist denn der Fuß? Geh noch ein Stück runter, noch ein Stück, da bist du auf der nächsten Klammer. Du bist schon auf der nächsten Klammer und jetzt kannst du da greifen. Genau. Der ist aber heute ganz glitschig. Ja. Ja, das ist mal wieder eine armkraftintensive Passage. Also ich glaube, das lasse ich aus. Das ist echt wieder sehr hart hier. Also gerade der Anfang ist echt sehr schwer wieder. Ja, ein richtig schöner K6. Der ist sehr nass. Das ist halt insgesamt der anspruchsvollste. Ja, wie man hier schön sieht, sehr nass und abgetreten heute alles. Jetzt hier kurz vorm Wandbuch und kämpfen uns jetzt die Passage jetzt noch weiter entlang. Ja, jetzt sind wir hier kurz vorm Steigbuch, sind schon fast direkt dran. Danach geht es nochmal eine sehr ausgesetzte Wandstelle lang und dann haben wir schon den Ausstieg erreicht. Steigbuch. So, Schlusspassage war schon sehr arg glitschig, fast nur mit Armkraft zu bewältigen. Sieht jetzt hier ordentlich runter. Aber alles in allem schön wie immer.